Genau, rote Äpfel. Rote Äpfel, Äpfel, Äpfel. Bam. Hier landen. Ach komm, jetzt die Banane auch. Ich hab keine Lust nochmal zu sterben, weil das wäre nicht gut für die Yoshis. Weil dann wären die Yoshis weg und die Yoshis müssen aber... Oh Gott! Ihr Land retten. Jetzt springen. Gut. Oh, das war knapp. Ah, ich hasse diese Stellen. Eins. Was? Oh Gott. Gut. Das war Glück. Ich wusste jetzt absolut nicht wann, aber Yoshi hat es geschafft. Nicht ich, sondern Yoshi. Er hat mit seiner blauen Power es einfach dazu verleitet, nicht aktiviert zu werden. So, hier sind wir schon wieder. Nix. Nein. Poff. Bam, 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 bam. Hüpfen, hüpfen. Wunderbar. Blam, 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 blam. München, München, München. Oh, da, 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 da. Eine Pepperoni. Nee. Okay. Da, da. Moment, wenn hier jetzt irgendwo... Gut, machen wir es so. Wir nehmen eine Pepperoni, um es euch zu zeigen. Endlich mal, ich mache extra sogar die Eier weg. Ich zoome nah ran. Oh, oh. Oh, ist süß. Okay. Wow, wow, wow. Level geschafft. Oh, wir haben das Land gerettet. Aber, tschak, tschak, tschak. Endgegner, ich wusste es. Oh Gott. Baby Bowser. Was? Was sagst du? Geil. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Marius Reitiges? Ich lach mich krumm. Ich hasse es, wenn die Bob-Oms an die Decke knallen. Das ist nicht gut. Nee, ist gut. Okay. Okay, oh Gott. Wie bitte? Puff. Okay, ich hab... Okay, hab ich ihn getroffen? Ja, anscheinend. Hier ist ein Bob-Om. Hä? Ah, er gehört zu mir. Hä? Ah, ich muss die Bob-Oms zu mir bringen. In Ordnung. Oh, aber anscheinend auch nur so lange. Ah, interessant. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ah, nein, 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 Yoshi. Aber wir, hier ist ein Früchtebaum. Ist das ein toller Baum oder was? So. Bob-Om, du gehörst mir. Und jetzt, an die Decke. Ungefähr hier. Ja, Treffer. Versenkt. Adidadida. Ja, was ist los? Ja, was ist... Hab ich dir etwa wehgetan? Nein, hab ich dir wehgetan. Oh, das macht mir Spaß. Jetzt habe ich auch noch die Superfrucht. Und hier. Nein, der falsche. Oh, ich hab's geschafft. Oh. Puff, 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 puff. Go. Go, go, go. Na, hier kommt... Bra, bra. Hier kommt mein Reim. Der Yoshi, klein und dumm, fällt auf die dicke Nase. Bumm. Wieso? Oh, interessant. Sehr interessant. Okay, gut. Wie auch immer. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er will mich also erwischen, indem er sowas macht. Und denkt, er könnte mich damit kriegen. Boff! Aber nicht mit mir. Weg mit dir. Du warst mir zu gefährlich. Boff! Wow! Wow! War das jetzt am Ende vielleicht noch ein sehr guter Finishing-Move vom blauen Ultra-Yoshi? Ich liebe den hellblauen Yoshi. Oh. Das ist wirklich hart. Oh, genug für dieses Mal. Da hast du den doofen Baum. Ah, ich hasse diese Früchte. Shy Guys. Nee, ihr seid irgendwas anderes. Ihr seid Fly Guys oder so. Ja, ihr holt euch mal den... Ich hab das Spiel geschafft. Fupp, fupp, fupp. Fibbidi, fapp, fapp, blip, dippi, dipp, du. Ba, ba, bam. Oh, jetzt heult Baby Bowser. Das wollte ich jetzt auch nicht irgendwie. Ganz wenig Punkte. Das war eine schlechte Runde. Ja, eine ganz schlechte. Oh. Oh, oh Gott. Naja, 1500? 15.000? Ja, 15.000. Rubbelbumpf. Und jetzt. Oh, mein Name. Na. Ha. B. E. B. I. Baby. Ha. Okay. Das war für Baby. Die nächste Runde ist für mich. Aber die Runde war für Baby. Oh, Herzen. Ich habe das Spiel geschafft. Oh, ist das süß. Oh. Die Musik ist so super. So begann das große Abenteuer der tapferen Yoshis. Bam, bidam, bidam.
Die Geschichte der Yoshis war eine Suche nach dem verlorenen Glück und dem... und dem sagenhaften Happy-Baum. Schnuffel, der Hund, konnte ihnen weiterhelfen. Allerdings... da... ach so, jetzt gehen wir nochmal die Kapitel durch. Oh, ist das eine schöne Idee. Die kleinen Yoshis verirrten sich in einer dunklen und mysteriösen Höhle. Aha. Ja, ja. Es ist das Reich des Knochendrachens. Zögern würde bedeuten, gefressen zu werden. Oh. Dank deiner Hilfe entkamen sie der Höhle und konnten ihren Weg fortsetzen. Hm. Wap. Schnack, schnack, schnuck. Schnack, schnick. Schnack, bildschnuck. Die Yoshis fanden einen Weg im Reich der Wolken. Eine Abkürzung? Hm. Da. Trotz gähnender Abgründe gingen die mutigen kleinen Yoshis unaufhaltsam ihren Weg. Der Boss Schimmerwolke erwartete sie zum Duell. Dabdi, oh, ist das süß, so süß, das Baumhaus. Die Yoshis entdeckten mitten im Urwald ein riesiges Baumhaus. Aha, das haben sie entdeckt, ja, ja. Die Gabons im luftigen Baumhaus waren mehr als durchgedreht. Oh ja, das waren sie auch. Sie bewarfen die tapferen Yoshis mit riesigen Eigenkugeln. Oh, ist das schön. Um das Glück zu finden, mussten die Yoshis sich in die Tiefen des Ozeans wagen. Tauchend und schwimmend begegneten sie den fürchterlichsten Unterwasserwesen. Das letzte Kapitel schien nicht mehr fern zu sein. Das böse Endschloss hat uns drei Yoshis gehabt. Im letzten Kapitel betraten die Yoshis ein riesiges Schloss. Das Schloss war ein wahrer Maschinenpark. Wer dort wohl lebte? Warum habe ich Probleme mit dem Wort Maschine? Natürlich, Baby Bowser. Er hatte nicht mit den Yoshis gerechnet. Der Glücksbaum. Oh, wie süß ist das denn bitte? Die Suche nach dem sagenhaften Happy-Baum fand ein glückliches Ende. Oh Gott, wie die sich freuen. Ist das niedlich? Die Yoshis besiegten Baby... nein, sie schüchterten Baby Bowser ein und die Freude kehrte zurück. Oh, die freuen sich. Und nun leben sie wieder im wohlverdienten Glück. Guckt euch das an, wie die hüpfen. Der rote vor allen Dingen. Und der blaue. Und der grüne. Und der hellblaue. Und der rosa. Und der gelbe. Alle. Oh, Happy End. Oh, Schmacht. Was für ein süßes Spiel. Es ist abartig süß, wirklich, oder? Oh. Selbst wenn ich Maschinengerüstbauer wäre oder so. Stahlbetonbauer. Dann würde ich sagen, dieses Spiel ist so süß. Oh. Lieber, jetzt auch noch auf ein Xylophon. Bram. Na, gut, ich kann nicht mitmachen. So, für dieses bisher noch kurze Let's Play, mein erstes Resümee. Süß! Oh, ist das süß. Ja, das war mein Resümee. Wie ist die Musik? Süß, süß, süß. Die Ideen sind allesamt süß. Und also wirklich, das ganze Spiel, das strotzt vor Süßheit. Ich kann nichts dagegen sagen. Mir fällt nichts ein. Bis auf eben gerade, dass ich nicht wirklich springen konnte, aber das lag wohl an mir. Und ansonsten ist es einfach nur super, 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 super süß. Ich glaube, ich habe einen super vergessen. Es ist super, 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 super süß. So klingt schon viel besser. Und ich will gucken, was danach kommt. Also jetzt hier nach dem Abspann, nach dem, wer da alles mitgewirkt hat. Deutscher Text, John die Kraft und Claude M. Mulls. Keine Ahnung, wer das ist. Hm. Aber ich danke ihnen, denn die haben es irgendwie halbwegs gut gemacht. Ja, ja. Oh. Aber irgendwie hat es was Trauriges. Shigeru Miyamoto. Die Musik jetzt hier am Ende. So als wenn irgendwie der Abschied auch gleichzeitig damit eingeläutet wird. Oh nein. Yoshi. Aber wir kehren zurück. Denn dieses Let's Play ist... oh, Laune in diesem Spiel. 15.000, Baby. Ha, mal gucken, ob ich dich überbieten kann, Baby. Oh, ist das süß. Abenteuer Top 5. Och, Schmacht. Nochmal jung sein. Nochmal ein Yoshi sein.
Ja, man kann nicht alles haben. Ich drücke jetzt alle Tasten, aber es bringt nichts. Das Spiel müsste man jetzt also resetten. Resetten, nicht resetten. Resetten. Okay, dieses Let's Play ist mit dieser Folge hier noch nicht vorbei, auch wenn ich das Spiel anscheinend durchgespielt habe. Nein, denn ich habe ja ein Herz eingesammelt und das heißt, in der nächsten Runde starten wir mit Welten 2. Also überall Welt 2. 2, 2, 2. Und ich werde auch die beiden geheimen Yoshis einsammeln. Natürlich werde ich das machen. Und ich danke euch, Leute. Dieses Spiel ist so super süß. Puff, puff, puff. Um, euer Funk Royal. Puff, puff. Over in Puff, out, puff. Puff, puff.